Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und irgendwie fange ich die Videos immer gleich an. Das nervt mich jetzt schon sogar. Darüber werde ich mir jetzt mal ein bisschen Gedanken machen. Irgendwie liebe ich dieses Herbstfavoritenvideo. Ich schaue mir auch selber gerne welche an. Es ist auch irgendwie meine Lieblingsjahreszeit. Also Frühling und Herbst sind so meine Favoriten. Sommer ist mir meist zu heiß, aber kann auch mal schön sein. Aber Herbst und Frühling, da fühle ich mich wohl. Da ist es nicht zu heiß, nicht zu kalt. Meistens ist es so schön sonnig. Alles leuchtet schön in den goldenen Herbsttönen. Ja, ich mag es einfach. Nichtsdestotrotz kommt der Übergang vom Sommer zu Herbst manchmal sehr plötzlich. Auf einmal kann es Temperaturschwankungen geben von bis zu 15 Grad oder so. Auf einmal friert es ein, auf einmal kriegt man Halsschmerzen und ja. Das ist so die Dark Side of Herbst, würde ich mal sagen. Deswegen ist es für mich ein Muss, ja, meistens ab Oktober, November Ingwer im Haus zu haben. Ingwerwurzel. Ich habe die Ingwerwurzel vor circa 2 Jahren für mich entdeckt. Durch Thaddäus Koroma, wie so vieles. Wer Thaddäus Koroma noch nicht kennt, verpasst definitiv was. Also schaut unbedingt mal bei ihm vorbei. Wie benutze ich denn Ingwer? Also ich persönlich schneide mir meistens so einen Zentimeter, so einen Quadratzentimeter ab. Also je nach Zustand variiere ich da immer mit der Dosis, mit der Ingwermenge. Und zwar, wenn es mich nur friert so ein bisschen und ich will mich ein bisschen aufwärmen von innen, dann wie gesagt so ein Quadratzentimeterchen. Wenn ich aber schon merke, morgen bin ich krank, mir geht es nicht gut, mir tut schon alles weh und so, dann können es auch schon mal 2 Quadratzentimeter werden und schäle es, wenn es kein Bio ist, schäle ich es und schneide es dann in ganz dünne Scheibchen, tue es in eine Tasse, wo schon ein Pfefferminzbeutel drin hängt, übergieße es mit kochendem Wasser, decke es dann zu, lasse es 10 Minuten ziehen. Manchmal tue ich auch Honig rein, manchmal auch gar nichts. Und ja, das haut auf jeden Fall rein. Für mich ist es ein Wundermittel. Es hilft mir immer wieder so ein bisschen auf die Beine. Deswegen die Ingwerwurzel für mich ein Muss im Herbst und vor allem Winter. Und was natürlich im Herbst überhaupt nicht fehlen darf, Herbst und Winter sowieso. Und was natürlich überhaupt nicht fehlen darf, was schreien die da so? Und was natürlich in dieser Jahreszeit überhaupt nicht fehlen darf, also bei mir zumindest nicht, sind Kerzen. Und meine momentane Lieblingskerze ist die Cozy and Lazy von Juwelkerze. Ich habe bereits mehrere Videos auf meinem Kanal über Juwelkerze, da könnt ihr ja mal gerne reinschnuppern. Naja, auf jeden Fall ist das meine momentane Lieblingskerze, die riecht so gut. Und ich bin auch fast schon an dem Juwel dran hier. Es dauert nicht mehr lange. Ich denke mal, vielleicht heute Abend könnte man schon was rausfischen. Also in dem Fall ist hier ein Ring drin. Ich bin mal gespannt. Ich bin so gespannt. Und ich glaube, Juwelkerze hat mich zu einem noch größeren Kerzenjunkie gemacht, als ich es schon war. Aber es ist auch gut so, denn meine Wohnung duftet immer schön. Die Kerzen riechen fantastisch und ja. Ich will es gar nicht anders haben. Und wenn wir schon von Kälte reden und frieren im Herbst, spätestens im Winter, macht sich das natürlich auch bei den meisten, denke ich mal, an der Haut bemerkbar. Also die wird richtig runzelig und schuppig und ja, bei manchen sogar rissig. Ich habe da ganz extreme Probleme mit. Ich habe immer extrem trockene Hände und ich habe bis jetzt noch nicht die richtige Handcreme gefunden, die mir auch wirklich gegen diese spröde Haut hilft oder die richtig schön einzieht. Die meisten Handcremes, die setzen sich so oben ab und man kann dann nichts anfassen, weil die Creme einfach nicht einzieht. Ja, ich mag halt dieses Gefühl nicht. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es da draußen Leute, die das mögen, aber ich mag es gerne, wenn es schön in die Haut einzieht und von innen dann weiterarbeitet. Und ja, leider habe ich so eine Handcreme noch nicht gefunden, aber ich bin guter Dinge, natürlich, muss man ja sein. Und ich habe ein bisschen im DM gestöbert, da wird jetzt auch demnächst ein Einkauf gemacht, ein Rieseneinkauf wahrscheinlich, so lang wie meine Liste ist. Und
habe da eine Creme entdeckt, die tatsächlich sehr viel verspricht, die wohl sehr gut einziehen soll. Also ich bin wirklich mal gespannt und ja, lasse mich mal überraschen. Aber solange es noch nicht der Fall ist, muss ich selber zusehen, dass ich irgendwie dieser spröden Haut entgegenwirke. Und der Winter ist noch nicht mal richtig da. Also wie wird es dann erst, wenn der Winter richtig da ist, frage ich mich. Ne? Falls ihr auch die gleichen Probleme wie ich haben solltet, spröde Haut, trockene Haut, rissige Haut, keine richtige Creme oder die Cremes ziehen nicht richtig ein und so weiter. Da habe ich jetzt vielleicht einen super Tipp für euch. Das ging mir nämlich letztens so durch den Kopf. Und zwar ist es ein Produkt fürs Gesicht von Paula's Choice. Ja genau, fürs Gesicht. Das nennt sich Resist Weekly Resurfacing Treatment mit 10% AHA. Das ist ein chemisches Peeling. Es enthält einfach keine groben Partikelchen, die die Hautoberfläche quasi wegschleifen. Ich würde sogar sagen, es ist viel schonender und vor allem viel, viel wirksamer. Das ist nämlich meines Erachtens ein Wundermittel, wenn man wirklich trockene Haut im Gesicht hat, spröde Haut im Gesicht hat, rissige Haut hat. Ein Wundermittel für diejenigen, die wirklich im Winter total zu kämpfen haben, die einfach die Haut von den Schüppchen befreien wollen und ein bisschen mit Feuchtigkeit nähren wollen, dann ist das auf jeden Fall das Richtige. Und es kam mir jetzt vor ein paar Tagen so, wenn ein Produkt so fantastisch im Gesicht funktioniert, warum soll das bitte dann an anderen Körperstellen weniger gut funktionieren? Und ich habe es ausprobiert. Das ist kein Drogerieprodukt, es ist aber auch kein High-End-Produkt. Der Preis ist ja sowas in der Mitte, aber es ist sehr, sehr ergiebig. Für mein Gesicht nehme ich immer ein paar Tropfen auf ein Wattepad, fahre mir dann übers Gesicht und habe dann das Wattepad genommen, das benutzte Wattepad, und bin mir dann so über die Hände mit den Resten, die noch im Wattepad drin waren. Unglaublich, dass ich da nicht früher drauf gekommen bin. Und das Gute bei dem Produkt ist, wenn man es fürs Gesicht benutzt hat, kann man es entweder 10 Minuten einwirken lassen, dann abspülen oder auch die ganze Nacht einwirken lassen. Und das ist ja das Perfekte. Man trägt es hier so auf und lässt es 10 Minuten einwirken und gut ist. Und dann kann man es abwaschen und alle Links zu den Produkten findet ihr natürlich auch unten in der Infobox. Wirksamer als jede Creme, die ich bis jetzt benutzt habe. Unfassbar. Ja, kein YouTube-Video ohne Paula's Choice irgendwie, ne? Man könnte quasi schon denken, ich werde von Paula's Choice dafür bezahlt, um über die Produkte zu sprechen. Ist leider nicht der Fall. Ich spreche über die Produkte aus einem ganz einfachen Grund, und zwar, weil ich davon mehr als 100% überzeugt bin. Ich empfehle euch auch wirklich nur die Produkte, die mich selber weggeflasht haben, die mich wirklich begeistert haben und die schon fast, man kann es wirklich so sagen, die schon fast mein Leben verändert haben. Wenn ich mir nur ein Produkt von Paula's Choice aussuchen müsste für den Rest meines Lebens, dann würde ich entweder ein Produkt mit AHA nehmen oder BHA. Der Unterschied zwischen AHA und BHA ist einfach, ja, der Hauttyp vor allem. AHA ist mehr für normale bis trockene Haut und BHA ist mehr für die zu Unreinheiten neigende Haut, eher Misch- oder fettige Haut. Ja, das muss jeder für sich entscheiden, ob er eher trockene oder fettige Haut hat. Allerdings sind beide super Anti-Aging-Produkte. Zur Not gibt es auch kleine Pröbchen, wo man sich durchtesten kann. Ich werde euch natürlich auch die komplette Paula's Choice Webseite unten verlinken. Da könnt ihr ein bisschen rumstöbern und ja, vielleicht findet ihr was. Das nächste Produkt ist auch von Paula's Choice. Ganz kurz, das ist ein BHA. Das nennt sich Resist Daily Pore Refining Treatment. 2% BHA mit Salicylsäure. Bis jetzt habe ich aber dieses 2%ige Liquid benutzt von Paula's Choice. Das ist mir jetzt aber passend zu der kalten Saison leer gegangen, weil das normale BHA Liquid hat mich etwas mehr ausgetrocknet als zum Beispiel das BHA Gel. Und deswegen habe ich mich bei Paula's Choice erkundigt und mich dann für dieses hier entschieden. Das ist genauso wirksam wie das BHA Liquid, was ich bis jetzt benutzt habe. Nur ist es nicht so extrem austrocknend für meine Haut. Was ich jetzt einfach perfekt finde für die kalte Jahreszeit, weil komplett aufs BHA verzichten werde ich wohl nie wieder.
Es macht einfach den Unterschied. Es macht einfach den Unterschied. Ich merke es, wenn ich es länger nicht benutzt habe. Die Haut wird fahl, die Haut strahlt nicht mehr so, sie kriegt Pickel, Rötungen, also all das, was man nicht braucht. Ja, man merkt einfach den Unterschied. Was soll ich sagen? Sobald man es wieder benutzt, da merkt man den Unterschied. Auf jeden Fall. Also über Nacht quasi. Über Nacht. Also da reicht auch meistens eine Anwendung, um einfach überzeugt zu werden. Ja. Ich kapiere es immer noch nicht, warum ich diese Sachen erst durch Paula's Choice entdeckt habe und sonst nirgendwo so sehr. Das sollte wirklich weiter verbreitet werden. Also ja. Deswegen vom ganzen Herzen. Schaut euch bitte die Seite von Paula's Choice an und überzeugt euch selbst. Viele mögen es wahrscheinlich, wenn die Haut schön strahlt und so. Naja, manche stehen da total auf das Matte, auf dieses Eindimensionale. Naja, es gibt natürlich auch welche, die stehen halt auf dieses komplett Matte. Also ich gehöre nicht dazu. Für mich muss Glow auf jeden Fall zu sehen sein. Ich möchte nicht speckig leuchten und glänzen, was mir ganz schnell auch passiert in der T-Zone. Jetzt wahrscheinlich auch schon wieder, oder? Und ich mattiere mir die T-Zone auch regelmäßig. Also da kommt auf jeden Fall immer ein mattierendes Puder drüber. Das geht nicht ohne. Aber was ich ganz gerne mag, ist ein bisschen Glow hier. Ich weiß nicht, ob man heute irgendwas erkennt. Es ist immer schwierig mit Lampen, wenn man angeleuchtet wird, sieht man dann meistens auch gar nichts. Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch ein wahnsinnig tolles Produkt vorstellen. Das wurde mir von Dior zugeschickt. Und zwar nennt sich das Capture Youth Glow Booster. Das ist ein Serum. Es ist ein super leichtes Serum und super ergiebig. Da reichen wirklich nur ein paar Tröpfchen. Es ist der Wahnsinn. Es zaubert nicht nur einen Glow ins Gesicht, sondern wenn man mal wenig geschlafen hat oder müde, fahl aussieht, das zaubert direkt so ein Pep ins Gesicht. Die Haut strahlt auf einmal und ja, die sieht wieder so schön und strahlend und glowy aus, dass man quasi schon, wenn man denn so ein natürlicher Typ ist, direkt schon ohne Make-up losziehen könnte. Quasi. Also für mich reicht es nicht ohne Make-up, aber es ist auf jeden Fall auch perfekt für diese Jahreszeit, wenn die Haut schon anfängt so ein bisschen zu spannen, immer matter und matter wird, da reichen wirklich nur ein paar Tröpfchen, um wieder Dimension ins Gesicht zu bringen. Also ich bin echt mega begeistert, mega begeistert. Ich war anfangs ein bisschen skeptisch, wie ich es immer eigentlich bei Produkten bin, wo ich weiß, die arbeiten auch mal oder des Öfteren mal mit Duftstoffen. Und dieses hier hat einen Duft, riecht aber mehr nach Zitrus, würde ich sagen. Und ich habe gelesen, dass dieser Capture Youth Glow Booster 100-mal mehr Vitamin C enthält als eine Orange. Also wenn das mal keine Aussage ist, es riecht auch richtig nach Orange, muss ich sagen. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich probiere es mal aus, mal gucken. Also ich gebe allem und jedem immer eine Chance oder auch zwei. Also ich muss sagen, ich habe es super gut vertragen, obwohl es wirklich einen Duft hat. Und ich trage es mir jetzt immer hier auf diese Partie auf. Auch manchmal zwischen die Schichten. Eine Schicht Serum vor der Creme, eine Schicht Serum nach der Creme, vor dem Make-up. Und ich habe sogar mal ausprobiert, ein, zwei Tröpfchen zu nehmen und übers Make-up zu gehen. Hier auf die Wangenknochen und das hat super funktioniert. Gleich, bam, Strahl. Also super. Es ist Dior natürlich und wir alle wissen, dass Dior teuer ist. Aber ich würde nicht so davon schwärmen, wenn es nicht so ergiebig wäre. Und wenn wir schon bei Dior sind, dann kommen wir doch gleich mal ein bisschen zum Schminki-Schminki. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Dieses Produkt wurde mir ebenfalls von Dior zugeschickt. Und zwar ist es die Dior Show Plumpen Volume. Tja, was soll ich sagen? Dior Show, diese Mascara, das habe ich schon so oft gehört bei anderen Bloggerinnen und YouTuberinnen. Alle haben immer so von dieser Mascara geschwärmt und das soll die beste sein und bestes Volumen und so weiter. Und umso mehr habe ich mich jetzt natürlich über diese hier gefreut. Ja. Und ich muss wirklich sagen, sowas in der Form habe ich noch nie gesehen. Und zwar, was an dieser hier ganz besonders ist, ist
Die ist hier unten weich, flexibel, Gummi. Wahnsinn! Das bedeutet, man kann hier so ein bisschen alles durchkneten da drinnen, ja? Das ist echt krass. Also sowas Weiches hier ist mir unter den Mascaras noch nie begegnet. Man kann es auch hier so ein bisschen zusammendrücken und man spürt richtig das Bürstchen da drin, ne? Und das Bürstchen sieht wirklich schon so aus, als wäre es dafür geschaffen worden, um Volumen zu zaubern. Und ich bin auch tatsächlich hin und weg von dem Ergebnis, was es zaubert. An normalen Tagen, wenn ich mich zum leicht schminke, zum Einkaufen oder so, da reicht 1, 2, fertig. Mehr braucht man da nicht. Die ist wirklich mega. So, weiter geht's mit richtigen Schminki-Schminki. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber es passiert mir irgendwie immer im Herbst, dass ich auf einmal mehr zu diesen Brauntönen tendiere. Diesen Lippenstift wollte ich im letzten Video schon tragen, aber ich habe ihn nicht gefunden. Der war wohl noch in der Herbst-Winter-Ecke, aber jetzt habe ich ihn heute wieder gefunden und freue mich. Den werde ich jetzt wahrscheinlich jeden Tag tragen. Der ist nämlich mega. Färbt nicht ab. Krass, einfach ein Traum. Aber dazu komme ich gleich noch. Ich habe nämlich für euch 3 herbstliche Lippenstifte. Also geht noch nicht weg. Aber bevor ich zu den Lippenstiften komme, zeige ich euch noch meinen Saisonliebling, was Lidschatten betrifft. Und zwar ist es die Naked Basics 2. Es gibt noch die Naked 1, die habe ich glaube ich auch. Aber gerade mal ein, zwei Mal benutzt. Weil ich irgendwie bei den Lidschatten immer zu den kühleren Tönen tendiere. Und diese hier ist eher kühl. Hier hat man wirklich, ups, die ist kaputt. Die ist mir schon mal runtergefallen. Also verzeiht mir, wenn ich die nicht so hoch halten kann. So, aber ich glaube, man sieht es so ein bisschen, ne? Genau, also hier ist alles, was man braucht, von hell bis dunkel. Und ja, ich habe irgendwie im Herbst immer das Bedürfnis nach diesen Farben. Ich kann es mir selber nicht erklären. Ich trage sie heute auch. Und zwar trage ich heute die Farbe Frisk und die dunkelste. Die nennt sich Undone. Ja, also ich finde, das ist eine sehr gelungene kleine Basic-Palette. Also ich bin eh nicht so der Lidschattentyp. Ich habe da noch nicht so viele ausprobiert. Manche kennen sich da ja viel besser aus als ich. Falls ihr irgendwie den einen oder anderen Tipp habt, gerne her damit. Ich bin da gerne offen, immer wieder Neues auszuprobieren. Aber für den Moment bin ich wirklich happy mit dieser hier. So, dann kommen wir mal zu den Lippenstiften. Und zwar habe ich 3 verschiedene an der Reihe. Die sind alle 3 von ColourPop. Wie gerade eben schon angesprochen, ist das hier mein absoluter Liebling, was Herbstlippenstifte betrifft. Aber so ein browniger Braunton ist natürlich nicht jedermanns Sache. Nicht jeder mag es wirklich so schokoladig braun. Deswegen habe ich für euch 3 verschiedene Brauntöne rausgesucht, wo ich mir wirklich denke, da ist für jeden was dabei. Für jeden, der so matte, waterproof Lippenstifte mag. Alle 3 verlinke ich euch unten in der Infobox. Die findet ihr übrigens direkt bei Amazon. Da müsst ihr nicht irgendwie in den USA rumkramen, sondern ja, bekommt die auch hier über Amazon.de. Also der, den ich trage, das ist der in der Mitte. Der nennt sich Limbo und der ist wirklich absolut schokobraun. Also mir gefällt diese Farbe sehr, sehr gut. Aber wem dieser hier zu schokoladig sein sollte, da hätte ich noch diese 2 hier. Das ist einmal Beeper und einmal Tulle. Beide wunderschön herbstlich, wie ich finde. Beeper ist eher so ein nudigeres, helleres Braun, würde ich sagen. Mit einem minimal kühlem, ins lila-stichige gehenden Unterton. So würde ich den beschreiben. Ich finde ihn traumhaft schön, benutze ich auch ganz oft für den Alltag. Den dunklen eher nicht so für den Alltag, aber für abends ein Traum. Und der 3. an der Reihe, das ist Tulle und ist ebenfalls ein wunderschöner Ton. Sonst hätte ich den ja nicht. Mit einem Rosenholzunterton. Ein Braun, der so ein bisschen ins Dunkelrosa, Altrosa, Rosenholz reingeht. Also ich würde bei dem sagen, die Ausgangsbasis ist auf jeden Fall schon bräunlich und etwas dunkler. Also ganz simpel würde ich den ja beschreiben als ein herbstliches, rosanes Braun. Das trifft es, glaube ich, ganz gut. Aber ich blende euch hier auf jeden Fall noch ein paar Swatches ein. Da
Da könnt ihr euch auf jeden Fall selber eure eigene Meinung bilden und ja, selber beurteilen, wo ihr denn diese Farbe einordnen würdet. Also meiner Meinung nach sind es drei wunderschöne Herbsttöne. Wer matte Lippenstifte liebt, wird diese auch lieben. Das ist ein Traum, weil man da einfach nicht mehr drauf achten muss, ob da irgendwas verschmiert ist oder nicht verschmiert ist. Das Problem mit dem Auslaufen, Ausfransen oder wie nennt man das? Ausbluten. Das habe ich nur zu oft mit den stinknormalen Lippenstiften und deswegen bin ich für diese Colourpop matte Lipsticks super dankbar. Bei mir in der Schublade, da ist auf jeden Fall für jede Saison was von Colourpop dabei. Ja, ich liebe sie einfach. So, das war's jetzt auch schon wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Schön, dass ihr reingeschaut habt. Bleibt mir gesund, trinkt ganz viel Tee mit Ingwer und ich hoffe, wir sehen uns schon ganz bald in meinem nächsten Video. Mua.